Die Endzeitprophetie des Propheten Sacharja und ihre Erfüllung heute. Der 10. Vortrag handelt über Sacharja Kapitel 12 und steht unter der Überschrift Der Endkampf um Jerusalem und der Durchbohrte. Bevor ich das Wort Gottes lese, eine Frage: Wie lautet die Hauptstadt Israels? Jerusalem, sagen einige. Gibt es noch andere Meinungen? Jetzt kommt Tel Aviv hinterher. Ja, ihr seht also, es kommt automatisch, normalerweise, zumindest bei Bibelkennern, Jerusalem. Aber wer sich erinnert an die Ereignisse in diesem Jahr, 2018, da gab es ja einigen Wirbel. Wer weiß noch warum? Weil die USA Jerusalem als Hauptstadt anerkannt haben. Die USA hat Jerusalem als Hauptstadt anerkannt. Präsident Trump und sein Vizepräsident Pence, der ja evangelikal eingestellt ist, von der Bibel her. Und nicht nur USA, auch, soweit ich weiß, Guatemala und noch einige Länder haben dann nachgezogen. War es nicht auch Tschechische Republik? Ja, also es gibt einige Botschaften, die jetzt auch schon in Jerusalem sind. Wann Deutschland, wann die Schweiz, wann Österreich nachziehen werden, das bleibt abzuwarten. Eher leider nicht so schnell. Aber natürlich ist Jerusalem die Hauptstadt von Israel, nichts anderes. Ja, wir lesen das Wort Gottes, Sacharja 12, und da sehen wir, was noch auf Jerusalem und Juda, und man kann auch sagen, Israel insgesamt zukommt. Das, was hier gesagt wird, das steht ganz klar für die Endzeit. Die Schlacht von Harmagedon, das wir schon mal wissen vom Neuen Testament her. Und die wird sich um Jerusalem entflammen. Dies ist die Last, das Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelbecken für alle Völker ringsum, und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen, und alle Heidenvölker oder auch alle Nationen der Erde werden sich gegen Jerusalem versammeln. An jenem Tag, spricht der Herr, will ich alle Pferde mit Scheu oder auch mit Erstarren schlagen und ihre Reiter mit Wahnsinn. Über das Haus Juda aber will ich meine Augen offen halten, und alle Pferde der Völker will ich mit Blindheit schlagen. Und die Fürsten Judas werden in ihrem Herzen sagen, meine Stärke sind die Bewohner Jerusalems durch den Herrn der Heerscharen, ihren Gott. An jenem Tag will ich die Fürsten Judas wie einen glühenden Ofen zwischen Holzstößen machen und wie eine brennende Fackel in einem Garbenhaufen. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Jerusalem aber soll wieder bewohnt werden an seinem Platz oder an seinem ursprünglichen Platz, nämlich in Jerusalem. Und der Herr wird zuerst die Zelte Judas erretten, damit der Stolz des Hauses David und der Stolz der Bewohner Jerusalems sich nicht über Juda erhebt. An jenem Tag wird der Herr die Einwohner Jerusalems beschirmen, so dass an jenem Tag der Schwächste unter ihnen sein wird wie David und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. Und es wird geschehen an jenem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. An jenem Tag wird es eine große Klage geben in Jerusalem, wie die Klage in Hadad-Rimmon war in der Ebene von Megiddo. Und das Land wird klagen,
jedes Geschlecht für sich, das Geschlecht des Hauses David für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht der Simeiter für sich und ihre Frauen für sich, ebenso alle übrigen Geschlechter, jedes Geschlecht für sich und ihre Frauen für sich. Soweit das Wort des Herrn. Das ist sicherlich eines der wichtigsten und gewaltigsten Kapitel beim Propheten Sacharja, und genauso wie auch Kapitel 13 und 14, dass wir mit Gottes Hilfe auch noch diese Tage auslegen möchten. Und wir haben hier in diesen letzten drei Kapiteln weite prophetische Ausblicke auf die Endzeit. Das ist jetzt wirklich Gegenwart und Zukunft. Denn wer die Tagesereignisse beobachtet, der sieht, dass letztendlich, auch wenn es immer wieder Friedensverträge gibt, die Völker ringsum Israel, ringsum Jerusalem, alle vom Islam dominiert sind. Und der Islam steht explizit gegen die Juden und auch gegen die Christen. Er hat einen Absolutheitsanspruch, der so intolerant ist, dass viele Muslime leider sich sogar verleiten lassen, nicht alle, aber doch viele, zu Selbstmordattentaten, zu Aggressionen übelster Art gegen dieses kleine Land und Volk Gottes, das nur halb so groß ist wie Baden-Württemberg. Wir wollen nicht alle Menschen, die im Islam aufwachsen, über einen Kamm scheren. Es gibt dort auch friedliebende Menschen, ernsthaft suchende Menschen, Menschen, die nicht aus dem Islam herauskommen, weil sie sonst Angst haben, ermordet zu werden oder ausgeschlossen zu werden. Viele, die hier sind, sind offen für das Evangelium. Wir geben ihnen auch bei unseren Missionseinsätzen Traktate weiter, und sie sind oft offener als die einheimische Bevölkerung, stellen wir auch fest. Ja. Vielleicht haben sie schon lange darauf gewartet, mal vom christlichen Glauben etwas zu hören. Aber der Islam an sich, so wie er im Koran wörtlich steht, kennt keine wirkliche Duldung anderer Religionen, höchstens wenn sie Kopfsteuer zahlen. Das sind dann sogenannten Dhimmis, nennt sich das. Die müssen dann viel Geld zahlen, damit sie unter schweren Einschränkungen ihren Glauben noch leben dürfen. Und wenn jemand übertritt aus dem Islam zu einer anderen Religion, sage ich mal allgemein, dann ist schwere Bedrängnis für diesen Menschen angesagt. Ja, was wir hier lesen in Sacharja 12, das wird bezeichnet als Massa, als Last. Denn es ist eine schwere Last, dieser Endkampf, diese Endschlacht um Jerusalem, die Schlacht von Harmagedon, alles das hängt miteinander zusammen. Natürlich wird vieles sich in der Megiddo-Ebene abspielen, es wird auch Megiddo hier sogar erwähnt, bezüglich der Klage, die sich wohl historisch bezieht auf den König Josia, darauf kommen wir noch zurück. Und doch hängt das ja alles zusammen. Das ist ja so ein kleines Land, dass da keine großen Entfernungen sind. Alle, die schon dabei waren, wir haben ja heute auch ein kleines Israel-Treffen, wissen ja, es sind keine großen Entfernungen. Und ja, fangen wir an mit Vers 1. Dies ist die Last, das Wort des Herrn über Israel. Last heißt, es ist etwas Schweres, was hier verkündet wird. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und den Geist des Inneren, des Menschen in seinem Inneren bildet. Dieser Herr spricht. Warum wird der Herr, Yahweh, hier so ausführlich vorgestellt? Nun, es soll gesagt werden, liebe Seele, hab keine Angst, Gott hält alles in seinen Händen. Er ist es, der den Himmel ausspannt, der alles geschaffen hat und auch den Menschen. Und zwar wird hier nochmal deutlich, wie der Mensch geschaffen wurde. Gott hat den Geist in den Menschen hinein geschaffen, nicht seinen eigenen Heiligen Geist, der nicht wiedergeborene Mensch hat nicht den Heiligen Geist, sondern Gott hat den Menschen geschaffen aus Materie, Erde, Adama, und er gab Ruach, Lebensgeist hinein, und der Mensch als Gesamtheit wurde eine lebendige Seele, Hefesh Naya, so wird es in 1. Mose 1 und 2 beschrieben. Nefesh Haya, so. eine lebendige Seele. Und auch die Seele, das kann auch die Gemütskräfte im Menschen bezeichnen. Aber hier, Gott hat Himmel ausgespannt, die Erde gegründet, und aus Erde hat er ja auch den Menschen geschaffen, indem er auch den Geist des Menschen in seinem Innern gebildet hat. Also Gott hält alles in seiner Hand.
Und jetzt kommt diese Prophezeiung. Vers 2, siehe, ich mache, also Gott macht das, ich mache Jerusalem zum Taumelbecken. Hier steht Ra'al, Saf. Das heißt, das ist nicht nur ein kleiner Kelch, wie manchmal übersetzt wird, sondern ein Taumelbecken. Etwas, das alle zum Taumeln bringt, wenn sie daraus trinken. Das heißt, jeder, der nach Jerusalem greifen wird, um es zu vernichten, gerade auch in dieser Endzeit, der denkt, es ist eine leichte Beute und wir vertreiben da jetzt die Juden daraus, der wird sich sehr, sehr, sehr verschätzen. Die Völker ringsum haben das immer wieder versucht. Wir wissen ja, es gab viele arabisch-jüdische Kriege seit der Staatsgründung Israels. Aber ich habe schon zitiert diese Tage, Gott hat immer wieder seine Hand darüber gehalten und hat diesem kleinen Land Israel den Sieg geschenkt. Wer diesen Taumelkelch Jerusalem austrinken möchte, wer Jerusalem mit Blut füllen möchte, der wird sich daran, ja, nachher heißt es dann noch bezüglich Blattstein, wundreißen. Auch das ist ein Bild dafür, dass der Angreifer letztendlich keine Chance hat. Er wird natürlich einen zeitweiligen Erfolg haben. Das heißt in Sacharja 13,8, dass 2/3 der Juden ausgerottet werden. Eine schreckliche Voraussage. Deshalb ist es auch eine Last. Aber 1/3 wird überleben und dieser Überrest, der wird auch den Messias anbeten, Jesus, den Durchbohrten, das werden wir heute noch hören, und in das tausendjährige Friedensreich hinübergehen. Es wird der Restgedanke betont in Kapitel 12 und 13 bezüglich Israel und der Restgedanke, der Überrest, auch bezüglich der Nationen, diejenigen, die nicht bei der Schlacht Harmagedon fallen, auch die werden übrig bleiben und den Messias Jesus Christus verehren in Jerusalem, werden gemäß Jesaja 2 und Micha 4 zum Zion pilgern. Von dort wird Weisung ausgehen für die ganze Erde im tausendjährigen messianischen Friedensreich. Die, die schon die ganze Woche da waren, die wissen das, haben das schon mehrfach gehört. Bezüglich dieses Restgedankens möchte ich jetzt auch einmal ein Zitat bringen aus dem sehr guten Kommentar von Bruder Benedikt Peters, der Prophet Sacharja, Seite 207, folgende. Er gibt hier folgende Zusammenfassung der Ereignisse von Kapitel Sacharja 12 bis 14. Ist auch mal interessant, das hier auch so im Überblick zu hören nochmal. Ich zitiere, die fünfte Botschaft, das ist Sacharja 12 bis 14, ist wie die vierte, Kapitel 9 bis 11, ein Lastspruch des Herrn. Und wie die vierte handelt auch sie von Kriegen der Nationen gegen Israel und vom Kommen des Messias. Diesmal aber handelt die Weissagung nicht von Israels großer Sünde, nämlich der Verwerfung des Messias bei seinem ersten Kommen, sondern von Israels Buße beim zweiten Kommen des Messias. Kapitel 12, Verse 10 bis 14, wenn Sie auf den Durchbohrten schauen. Und wir hören am Ende von Nationen, die nicht mehr gegen Gottes Volk Krieg führen, sondern zusammen mit Israel den Gott Israels anbeten. Das wird das Ende des Sacharja-Buches sein, wenn Sie ihn aufbilgern zum Laubhüttenfest. Das wird der herrliche Abschluss sein. Morgen früh, so Gott will, werden wir darüber hören. Weiter, ich zitiere Benedikt Peters. Zunächst kündigt Sacharja das abschließende Gericht an, das Gott über sein Volk bringt, weil es den von ihm gesandten Hirten, nämlich Jesus Christus, abgelehnt und den selbsternannten Hirten, nämlich den Antichristen, angenommen hat. Das ist der Grund, dass Gott das Gericht über Israel zulässt, weil sie den Antichristen annehmen werden. Jesus, der im Namen Gottes des Vaters gekommen ist, den werden sie nicht annehmen. Aber den, der in seinem eigenen Namen kommt, den werden sie annehmen. Das ist die Tragik Israels. So wird es im Johannesevangelium, ich glaube Kapitel 5, vorausgesagt. Ja, ich habe es jetzt frei zitiert. Also, das heißt der Grund für das Gericht. Weiter schreibt Bruder Peters, Gott lässt die Nationen der Welt gegen Jerusalem marschieren, weil er Israel zuerst demütigen will, um es danach zu retten und gleichzeitig die Reiche der Welt zu richten. Kapitel 12, Vers 1 bis 9. Dann hören wir, wie Gott seinen Geist über die Bewohner Jerusalems ausgießt, damit sie ihren Messias, also den Heilskönig, erkennen und im Licht dieser Erkenntnis zur Buße kommen. Kapitel 12, Verse 10 bis 14.
Dabei wird Israel gereinigt, Kapitel 13, 1 bis 2, sowie gesichtet, Kapitel 13, 8, von allen Feinden befreit, Kapitel 14, Verse 3 bis 15, und dem Herrn vollkommen geheiligt, Kapitel 14, Verse 20 bis 21. Ja, und die wegen diesem Taumelbecken zitiere ich noch, hier auf Seite 212. Benedikt Peters schreibt dazu, an dieser Stadt, also Jerusalem, werden die Nationen sich betrinken und berauschen. Die Gier, die Bewohner gerade dieser Stadt zu vernichten und gerade diese Stadt zu besitzen, wird den Nachbarn Israels wie ein Rauschtrank zu Kopf steigen. Der Wahn, die Vernichtung Israels werde die Welt endlich befrieden, wird die übrigen Nationen zum Krieg treiben. Ich erinnere hier an die UNO, die ja schon bereit sitzt, auf Israel loszugehen. Ja. Dann heißt aber weiter bei Bruder Peters, doch ihr Rausch wird einer schlimmen Ernüchterung weichen. Zu spät werden sie sich eingestehen müssen, dass sie sich mit dem Gott Israels angelegt haben, also dem einzig wahren Gott. Und das Weitere gebe ich bewusst als Zitat weiter, weil es sehr heikel ist, was der Bruder hier schreibt, aber im Grunde sehe ich das genauso. Er sagt noch bezüglich des Konflikts zwischen Juden und Arabern sehr wichtige Worte. Er schreibt hier auf Seite 213, Juden und Araber streiten schon seit einigen Generationen um die gleiche Stadt und um das gleiche Land. Aber Gott hat die Stadt zu einem Taumelbecken und zu einem Laststein gesetzt. Er sorgt dafür, dass es keine menschliche Lösung des Konflikts geben kann. Eine steile und gewagte Aussage, ja. Sie ringen ja schon seit Jahrzehnten um diese Zwei-Staaten-Lösung, was auch immer. Aber Bruder Peters meint, es kann keine menschliche Lösung des Konflikts geben, weil Gott das so bestimmt hat. Weiter schreibt er, der Streit wird erst dann aufhören, wenn die zwei von Gott genannten Bedingungen erfüllt sind. Nämlich, die Araber werden das Land nie bekommen, denn Gott hat es Abraham und seinen Nachkommen verheißen. Das müssen die Araber einsehen. Ich meine, die arabischen Völker, die haben ja so viel Land überall, ja, Saudi-Arabien und die Länder ringsum und was da ist. Aber dieses kleine Fleckchen wollen sie den Juden auch noch abnehmen. So muss man das mal sehen. Das ist ja ein Witz, ja, dass da diese wenigen Quadratkilometer so umkämpft sind, weil man die Juden gar nicht will. Man will sie ja ins Meer treiben. Das ist das Problem. Also wenn man es mal unter dem Aspekt sieht, dann sieht es ganz anders aus. Gut, ich zitiere weiter. Die Araber werden das Land nie bekommen, denn Gott hat es Abraham und seinen Nachkommen verheißen. Das müssen die Araber einsehen. Und die Juden werden erst dann in Frieden im Land ihrer Väter leben können, erst dann Frieden für Israel, wenn sie Jesus als ihren Messias angenommen haben. Vorher wird es auch für die Juden keinen Frieden geben. Sie werden den falschen Messias annehmen, den Antichristen, aber dann erst werden sie Jesus erkennen als den Durchbohrten. Und noch zwei Sätze, Abschluss aus dem sehr schönen Kommentar von Benedikt Peters. Er sagt noch, solange das nicht geschieht, also solange sie den Durchbohrten, den Herrn Jesus nicht erkannt haben als ihren Messias, solange das nicht geschieht, werden sie Unruhe und Bedrängnis haben. Aber dieses Kapitel, Sacharja 12, zeigt nun, dass Gott den Juden in ihrer äußersten Bedrängnis die Augen auftun wird. Dann werden sie in Jesus, ihren Messias, ihren Hirten, König und Retter erkennen. Ja, jetzt verstehen wir also, denke ich, schon sehr gut, was in den Kapiteln 12 bis 14 auf uns zukommt. Und ich wollte bewusst auch einen anderen Bruder zitieren. Es gibt natürlich auch Ausleger, die geprägt sind vom Amillennialismus, die an kein zukünftiges tausendjähriges Reich glauben, die dann alles auf die Gemeinde beziehen, die nicht glauben, dass das irdische Israel, das irdische Jerusalem noch irgendwelche prophetischen Voraussagen hat und Verheißungen für es bestehen. Aber wir sehen ja, da muss man die Bibel wirklich gewaltsam umbiegen, wenn man das alles nur allegorisch auf die Gemeinde bezieht. Natürlich kann man als zweiten Schritt sämtliche Propheten auch auf die Gemeinde Jesu beziehen, des neuen Bundes, durch Allegorese, durch symbolische Deutung. Aber die wichtige Regel ist, immer erst der Wortsinn und der Kontext, das ernst nehmen. Immer erst so nehmen, wie es da steht. Und wenn da so konkrete geografische, topografische Angaben stehen über Israel, Jerusalem, dann müssen und dürfen wir das auch wörtlich so nehmen. Einverstanden? Ja.
Also ich bin keiner, der das alles da wagt, umzudeuten, die Bibel. Im Gegenteil, wir müssen uns unter das Wort Gottes stellen. Es gibt viele Kommentare, die sagen etwas völlig anderes, als jetzt Bruder Peters oder ich sagen. Die deuten es alles rein symbolisch auf die Gemeinde Jesu. Recht und schön, aber das ist als zweite Stufe möglich, aber nicht als erste Stufe. Immer erst die wörtliche Deutung. Da wird dann gesagt, ja, die Gemeinde wird angegriffen, angefochten und so weiter und Gott wird für uns streiten. Wunderbar. Aber zunächst mal wird hier Jerusalem ganz konkret militärisch angegriffen. Und das sehen wir ja, wie konkret das jetzt ist, wenn wir es weiterlesen, ohne Scheuklappen uns auf die Augen zu setzen. Diese Zwischenbemerkung musste an der Stelle einfach sein, weil diese falsche Prophetieauslegung so verbreitet ist, dass es schon erschütternd ist, wirklich erschütternd, wie Leute prophetieblind sind und auch gemacht werden in vielen Gemeinden. Es heißt jetzt weiter, also wenn es heißt Jerusalem ein Taumelbecken für die Völker ringsum, ja gut, dann kann man sagen, das was um die Gemeinde rum ist, nein, das passt nicht, sondern das sind die Völker ringsum, steht doch hier, Nationen, nicht irgendwelche Sekten oder was da um die Gemeinde alles rumschwirrt, ne? Versteht ihr? Aber wie gesagt, auch wir werden bedroht, natürlich, aber zunächst wird auch mal Jerusalem bedroht in der Endzeit. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Das heißt, es betrifft nicht nur die Stadt Jerusalem, sondern das ganze Volk und Land Juda und letztendlich auch Gesamtisrael, das am Ende ja auch wieder zurückkehren wird. Das haben wir schon gehört in diesen Tagen. Und Vers 3 nun. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich, also dass Gott, an jenem Tag, wenn der Messias kommt, nämlich, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde, alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen Jerusalem versammeln. An jenem Tag, man muss sagen, der Tag des Herrn ist am Ende wirklich buchstäblich ein Tag, wenn der Messias kommt, aber es kann auch noch die ganze Zeitepoche bezeichnen, wo die letzten Endereignisse geschehen. Also es gibt beide Deutungen, auch bei anderen Propheten, auch bei Joel, da werden viele Ereignisse geschildert, Angriffe gegen Jerusalem, und dann schließlich das Erscheinen des Messias. Es muss nicht buchstäblich alles nur an einem Tag geschehen, aber der allerletzte Tag wird dann der Tag des Herrn sein, buchstäblicherweise. Also beides müssen wir hier so sehen. Der Tag als bestehender Begriff für die letzten Endereignisse der Endzeit und dann schließlich der Tag, wenn Jesus auf dem Ölberg erscheint. Das kommt ja dann auch noch in den letzten Kapiteln her. Ein Laststein, das ist ein Stemmstein. Ein schwerer Stein, junge Leute mussten den in Israel hochstemmen und haben dabei untereinander die Kräfte gemessen. Das wird auch in der Schweiz zum Teil noch gemacht, etwa in Wilderswil, da gibt es dieses Steinewerfen und so. Ja, die starken Männer machen das da, ob Frauen schon machen, weiß ich nicht, aber jedenfalls die starken Männer dort. Und wer stark war, der brachte diesen Stein zumindest auf Hüfthöhe, ja, etwa auf diese Höhe, diese Steine. Aber die ganz starken, ja, die stemmen ihn auch über den Kopf. Und was kann da passieren? Dass der Stein plötzlich zu schwer wird und dann erschlägt diesen Gewichtheber. Und genau das wird geschehen. Die wollen sich an Israel vergreifen. Die greifen es an, haben gewisse Erfolge. Sie werden sogar, Sacharja 14, zwei Drittel ausrotten. Aber dann wird der Herr eingreifen und sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. Und das messianische Friedensreich wird beginnen nach dieser Schlacht von Harmageddon. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen. Sie werden schwere Verluste haben und am Schluss besiegt werden. Und dann kommt dieser wirklich schreckliche, schreckliche Satz für Israel auch. Und jeder Jude, der das liest, ja, der kann nur flehen, oh Herr, greif du ein. Wenn da steht, alle Heidenvölker der Erde oder alle Nationen, alle nichtjüdischen Nationen sind gemeint, die Goyim, werden sich gegen Jerusalem versammeln. Unvorstellbar. Und doch vorstellbar. Ich sage es immer wieder, wenn wir diese traurigen UNO-Beschlüsse gegen Israel betrachten. Und bevor Präsident Trump kam, ich sage es mal zeitpolitisch, Obama, was hatte der gemacht? Der hatte sich bereits gegen Israel gestellt. Dann kam Trump und hat sich jetzt für Israel gestellt, wobei Gott ihn auch segnet. Die Wirtschaft floriert, es gibt viele Arbeitsplätze in den USA. Nur bei uns wird er so schlecht geredet, aber die Amerikaner lieben ihn überwiegend. Ja? Und weil es auch christliche Inhalte da sind, vor allem durch Mike Pence, ich will es einfach mal sagen an der Stelle, ein Freund Israels, und es soll auch ein Platz, also eine U-Bahn-Station, S-Bahn-Station
nach ihm benannt werden, in Jerusalem. Also die jüdische Regierung, das jüdische Volk auch überwiegend, liebt ihn, weil er Jerusalem zur Hauptstadt gemacht hat. Den Mut hatte bisher keiner. Es war in den USA schon jahrzehntelang aufs Papier geschrieben, dass Jerusalem an sich anerkannt werden sollte, aber kein Präsident bisher hatte den Mut, das zu tun. Das muss man einfach mal sagen, auch bei allen Schwächen, die sicherlich auch dieser Mann hat, wie jeder Mensch, will nicht alles hier verteidigen, was Leute sagen, auch Politiker. Aber in diesem Punkt hat er sicherlich gemäß dem Wort Gottes eine wichtige prophetische Stufe vorangebracht. Und da USA immer noch die einflussreichste Nation der Welt sind, neben Russland und China, vielleicht auch Indien irgendwann demnächst, so hat es doch eine große Bedeutung auch für die gesamte Weltöffentlichkeit. Und wer hat schon den Mut, in der UNO gegen den Globalismus zu reden, wie es kürzlich auch derselbe vielgescholtene Trump getan hat. Trump heißt übrigens Trompete, ja, aber das will man da nicht in die Einzelheiten gehen. Ich will da nicht spekulieren über Namen und Zahlen. Jedenfalls bleiben wir beim Wort. Es wird gegen Jerusalem der Endkampf gehen. Und gerade, weil es so umstritten ist, ist es jetzt die Hauptstadt oder nicht? Wer hat dort das Recht zu regieren? Ja, ich habe Bruder Peters zitiert und ich denke, er hat da wirklich recht, wenn wir die Bibel lesen. Und dann steht auch, wie Gott selber eingreifen wird, wenn diese Endschlacht von Harmagedon geschieht. Und wenn hier von Pferden die Rede ist, darf man sich nicht verwirren lassen. Natürlich gibt es heute auch moderne Waffensysteme. Aber das Pferd steht nun wirklich als Symbol für Kraft, für Macht. Ja, diese Streitrösser, das ist nicht friedlich, sondern ein Kriegssymbol. In der Offenbarung kommen auch Pferde vor, aber auch andere Waffensysteme. Da werden auch Wesen beschrieben mit langen Hälsen, aus deren wo Feuer rauskommt. Das erinnert sehr an Panzer. Also was damals die Propheten geschaut haben, die kannten nicht unsere modernen Waffen. Aber Gott hat ihnen in Bildern gezeigt, dass da ein Riesenaufmarsch geschehen wird gegen Jerusalem. Ja, und er hat vielleicht sogar Panzer gesehen, konnte die aber nur als Pferde identifizieren. Wer weiß, das wurde ja Sahaja so geoffenbart. Und vielleicht werden sogar auch Pferde eingesetzt. Wer kann das ausschließen, weil die auch in unwegsamem Gelände noch die Leute voranbringen. Was aber deutlich ist, egal wie diese Angriffsarmeen genau aussehen, ist, dass Gott selber auf übernatürliche Weise eingreift. Er wird die Pferde mit Scheu, man kann auch mit Erstarren schlagen, die werden wie erstarrt stehen, auch diese Angreifer, diese Soldaten, und die Reiter mit Wahnsinn. Also die, die da angreifen mit ihren Panzern, Raketen und was auch immer, die werden praktisch plötzlich durchdrehen. Die werden es nicht mehr packen, kriegen es nicht mehr auf die Reihe. Und das ist, seht ihr, auch eine Erfüllung, und zwar nun in umgedrehter Weise, von 5. Mose 28. Da wird der Fluch über Israel ausgesprochen, wenn es Gott und sein Gebot nicht gehorcht. Und nun wird dieser Fluch, der dort über Israel ausgesprochen wird, auf die Feinde Israels und die Feinde Gottes übertragen. Und zwar, man findet es fast wortwörtlich in 5. Mose 28, Vers 28, der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung der Sinne, wenn Israel ungehorsam ist gegenüber Gott und seinen Ordnungen. Und das wird nun auf die Feinde übertragen in der Endzeit. Sie werden dann geschlagen mit wie steht hier, Wahnsinn, Blindheit und Verwirrung der Sinne. Was nun die Blindheit angeht, so finden wir auch eine wichtige Stelle in den Königebüchern. Weiß jemand, woran ich denke? Denk mal an den Propheten Elisa und der Kriegszug der Aramäer damals gegen, mal gucken, ob es Israel oder Juda war, Israel. Ja, der König von Aram führte Krieg gegen Israel, 2. Könige 6, und ich lese ab Vers 14. Da sandte er Pferde, dieser König von Aram, Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Also das war, ich suche gerade noch, welche Stadt es jetzt genau war. Hätte man nicht alles aufschreiben können. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Jedenfalls war das eine Stadt in Israel, denke ich.
Genau, weil dort war auch Elisa versammelt. Wir lesen nun weiter, ab Vers 15. Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, O weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah, und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse, und auch wieder Rosse, und Streitwagen rings um Elisa her. Bei Kriegen werden immer wieder Pferde praktisch hier bezeichnet, auch übernatürlicherweise diese Rosse. Und weiter, und als sie zu ihm hinkamen, bat Elisa den Herrn und sprach, schlage doch diese Heiden mit Blindheit. Da schlug er, Gott, sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Also da haben wir auch die Blindheit der Feinde. Auch das ist im Alten Testament schon geschehen und wird sich auch bei dieser Endschlacht wiederholen. Ihr seht, die Bibel ist eine wunderbare Einheit vom ersten bis zum letzten Buch. Weiter steht, an jenem Tag will ich die Fürsten Judas, also die führenden Politiker, kann man heute auch sagen, wie einen glühenden Ofen zwischen Holzstößen machen und wie eine brennende Fackel in einem Garbenhaufen. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Das heißt, die Völker, die von ringsum angreifen, die haben keine Chance gegen Israel, und es ist ja auch schon mehrfach geschehen, gegen eine 50-fache Übermacht kämpfend, errang Israel immer wieder wunderbare Siege, praktisch schon als Vorschattungen der Endschlacht von Harmagedon. Und dann heißt es noch, Jerusalem aber soll wieder bewohnt werden an seinem Platz, nämlich in Jerusalem. Das widerlegt jetzt jede Enterbungstheologie oder Ersatztheologie. Denn es heißt, Jerusalem wird am alten Platz sein, nämlich in Jerusalem, nirgends anders, nicht in der Gemeinde, nicht irgendwo in Tel Aviv oder auch nicht in USA, da am Salt Lake City, wo die Mormonen das neue Zion bauen wollen, sondern an dem Platz, wo es immer war, in Jerusalem. Mit klarer Widerlegung auch des Mormonentums hier zum Beispiel. Wer schon mal da war, Salt Lake City, ich war einmal dort, da gibt es auch diesen Salzsee, so wie das Tote Meer. Und dann haben sie die Zionsbank und alles da gebaut. Aber das ist nicht das ursprüngliche Jerusalem. Ja, das ist die Voraussage des Millenniums gemäß Jesaja 2. Und dann, damit Jerusalem sich nicht überhebt, steht hier noch der Vers 7. Und der Herr wird zuerst die Zelte Judas erretten. Also das, was um Jerusalem herum ist. Und das sind auch heute sogar noch Nomadenzelte, wenn man da hochfährt vom Toten Meer nach Jerusalem. Es sind überall diese Nomadenzelte, einfache, arme Landbevölkerung. Auch die wird errettet werden, die keine starken Stadtmauern hat, weil der Herr selber eingreift. Er wird auch die beschützen, die nicht solche Verteidigungsmöglichkeiten haben, weil es Gottes Sieg ist. Also der Herr wird zuerst die Zelte Judas erretten, damit der Stolz des Hauses David und der Stolz der Bewohner Jerusalems sich nicht über Juda erhebt. An jenem Tag wird der Herr die Einwohner Jerusalems beschirmen, sodass an jenem Tag der Schwächste unter ihnen sein wird wie David. Und David gilt als der mächtigste, ja siegreichste König Israels, außer vielleicht Salomo, aber David hat die Siege errungen. Salomo hatte dann das Friedensreich aufbauen können. Und so wird es da auch sein. Praktisch, symbolisch gesehen, am Ende wird Israel sein wie David. Sie werden die Siege erringen und dann wird das Friedensreich des Messias kommen, so wie es damals Salomo getan hat. Eine schöne Entsprechung, ja. Nur, dass dann Salomo leider im Alter dem Götzendienst verfallen war. Aber ich habe Hoffnung auch für Salomo, denn er hat dann noch später das Buch Prediger geschrieben, mit großer Wahrscheinlichkeit im hohen Alter. Und hat dann gesagt, alles ist eitel, auch das mit den vielen Frauen und die ihn da verführt hatten. Man kann das so rauslesen aus dem Prediger. Und so denke ich, dass er doch nochmal zurückgefunden hat. Aber der Schwächste wird sein wie David. Der Schwächste, ja, muss ich mir vorstellen. Was für Helden werden da auftreten am Ende. Und das Haus David wird sein wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. Weil Gott mit ihnen ist, werden sie unbesiegbar sein. Übrigens, ich bin jetzt kein Israel-Fanatiker, der sagt, die machen immer alles richtig, die Politiker, gerade auch heute, ja, genauso wenig wie USA oder andere Länder, sondern wir sehen das ganz nüchtern, weil Gott mit ihnen ist, weil Gott seine Erwählung nicht gereut, haben wir schon mehrfach gehört,
wird er am Ende sich auch Israel wieder zuwenden. Er hat es im Grunde nie aufgegeben. Aber weil sie den Messias abgelehnt hatten, hat er mancherlei Gerichte zugelassen. Wir haben gestern darüber gesprochen, das Wesen Gottes ist Liebe. Aber weil er liebt, zürnt er auch zeitweilig. Aber sein Zorn weicht am Ende dem Erbarmen, wenn die Menschen Buße tun, wenn das Volk Israel oder auch die Nationen zu Gott umkehren. Und genau das wird ja geschehen. Nicht nur Israel wird gerettet werden, die überleben, sondern auch die übrig gebliebenen aus den nichtjüdischen Nationen. Sacharja 14. Aber jetzt, soweit sind wir noch nicht, denn jetzt sind wir noch in Kapitel 12 und da heißt es, und es wird geschehen an jenem Tag, dass ich, also so spricht der Herr, danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Das kann man nachlesen, Offenbarung 16 und dann schließlich auch Offenbarung 19, der Sieg des Herrn Jesus bei der Schlacht von Harmageddon. Da ich das schon mehrfach zitiert habe, wiederhole ich es an dieser Stelle nicht. Also im Laufe dieser Woche habe ich schon ein paar Mal diese Stellen zitiert. Denn jetzt kommt das, was für uns das Allerwichtigste ist. Und das habe ich auch unserem israelischen Guide diese Stelle mal gezeigt und vorgelesen. Der wusste keine Antwort darauf und wollte weiter darüber nachdenken, weil der hat auch im Hebräischen natürlich nachgeguckt. Und da steht dann tatsächlich das Wort Dakar, durchstechen, durchbohren. Ich lese den Vers nochmal, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich, also das sagt alles Gott, den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen und sie werden auf mich sehen, das heißt auf Gott sehen, den sie durchstochen haben. Da heißt praktisch, es wird einer durchstochen und der ist Gott. Ja, wie ist das zu verstehen? Das kann man nicht anders verstehen als durch das Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes. Vater, Sohn und auch Heiliger Geist kommt auch immer wieder vor, soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, steht auch bei Sacharja. Also wir haben auch bei Sacharja, nicht erst im Neuen Testament, auch hier die Dreieinigkeit Gottes. Gott will ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets, das ist der Vater, und gleichzeitig aber doch der Sohn, den sie durchstochen haben. Aber natürlich müssen wir unterscheiden. Es ist ein göttliches Wesen, aber doch in drei Personen, wie es die Glaubensväter in der Urchristenheit richtig formuliert haben. Denn nicht der Vater wurde gekreuzigt, Gott kann nicht sterben, sondern der Sohn. Der Sohn konnte sterben, weil er ins Fleisch kam, das Wort wurde Fleisch und durch den Leib der Maria als Mensch zur Erde kam. Und trotzdem ist Jesus Gott, wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich, so haben es auch die Väter in früher christlichen Zeit formuliert, um dieses Geheimnis zu versuchen zu verstehen. Letztendlich bleibt es unauslotbar und doch können wir manches auch da verstehen. Also hier wird ganz klar gesagt, Gott selber wird kommen, das Wort wird Fleisch werden und die Menschen werden ihn aber, die Führungsschicht zumindest, ihn verfolgen und ablehnen, ans Kreuz schlagen, durchbohren und töten, und ja, und viele werden da noch Beifall schreien und rufen, kreuzige ihn. Aber es wird ein Erwachen geben, und das wird dann gleich anschließend beschrieben, wo sie um ihn klagen, um den Eingeborenen, um den erstgeborenen Sohn. Auch das steht im Neuen Testament, er ist der eingeborene Sohn Gottes. Johannes 3, auch Johannes 1 schon, wird es immer wieder betont. Ich möchte doch diese wichtige Parallele lesen aus Johannesevangelium Kapitel 19, Verse 31 bis 37. Man könnte auch lesen Jesaja 53, wo steht, durch seine Wunden sind wir geheilt. Auch da werden die Wunden des leidenden Gottesknechtes prophetisch vorausgesagt. Das kann sich nicht auf Israel als Kollektiv beziehen, sondern es ist ein einzelner Gottesknecht, der hier ganz konkret geschlagen wird. Ja, jüdische Rabbiner, die das nicht anerkennen wollen, die müssen das allegorisch umdeuten. Aber, wie gesagt, immer vom Wortsinn ausgehen, wenn keine zwingende Notwendigkeit ist, es anders zu deuten. Und nun zitiere ich aus dem Neuen Testament Johannes 19, Verse 31 bis 37. Das ist die Erfüllung dieser Voraussage aus Sacharja 12, Vers 10. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun Pilatus,
damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, also dem Verbrecher, und dem anderen ebenso, der mit ihm, mit Jesus, gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht. Ist auch eine Erfüllung, und zwar vom Psalm 69, von 2. Mose 12, Vers 46. Ja, das wird danach hast du noch zitiert. Also sie zerschlugen ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite, also hier, ja, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Ein Zeichen, dass er wirklich tot war, weil dann Blut und Wasser sich trennen im Körper. Ja, ganz klar. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Johannes und viele andere haben es auch gesehen. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Jesus ist das reine, fehlerlose Passahlamm, dem kein Knochen zerbrochen werden darf. Das ist die Erfüllung von 2. Mose 12, 46. Und wiederum sagt eine andere Schrift oder Schriftstelle, und jetzt kommen wir zu Sacharja 12, Vers 10, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Das ist die Erfüllung. So wunderbar, diese Einheit des Wortes Gottes. Jede Bibelkritik muss hier verstummen. Nun, das Wort Dakar kommt nochmal vor im Alten Testament in Richter 9, Vers 54. Und da heißt es, dass Abimelech vom Schwert durchbohrt oder durchstochen wurde. Es war ein tödlicher Stoß. Also das ist eine Parallele, was zeigt, das heißt wirklich durchstechen, durchbohren. Man kann das nicht anders übersetzen. Und im Neuen Testament wird es ja auch vom Geist Gottes durch den Evangelisten Johannes bestätigt. Aber das können Sie nur erkennen, dass Jesus der ist, der Sie von den Sünden erlöst, dass er der Messias schon gekommen ist, weil Gott selber ausgießt über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Gebets. Das heißt, Gott selber öffnet ihnen die Augen und sagt, schaut mal, euer Messias ist schon längst gekommen als der leidende Gottesknecht, um euch zu erlösen von aller Sünde, Befleckung und Unreinheit. Nehmt ihn an. Ja, und dann wird es geschehen. Dann wird das geschehen, was wir auch im Römerbrief Kapitel 11, Vers 25 bis 27 lesen. Und zwar, da heißt es, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Die ganzen Kapitel Römer 9 bis 11 machen deutlich, dass Gott sein ursprüngliches Bundesvolk des alten Bundes nicht vergessen hat. Und dann tritt das ein, wenn sie ihn erkannt haben als ihren Messias, dass sie um ihn klagen werden. Wie blind sie waren und dass sie, das heißt natürlich die Vorfahren, aber es wird hier als Kollektiv gesehen, Israel in diesem Sinne, ihn als Kreuz haben schlagen lassen durch die Römer. Sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn, den einzig geborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen, nämlich den Erstgeborenen zur Auferstehung. In 1. Korinther 15 steht, dass er der Erstling, der entschlafenen ist, der zur Auferstehung gelangt ist, die nie mehr endet. Andere wurden auch auferweckt, sind aber wieder gestorben. Aber der Jesus ist der Erstling derer, der uns den Platz im Himmel bereitet, weil er nie mehr stirbt. Und auch wir werden, wenn wir an ihn glauben, ewig im Himmel leben. An jenem Tag wird es eine große Klage geben in Jerusalem, wie die Klage in Hadad-Rimmon war in der Ebene von Megiddo. Nun, das versteht man nicht auf Anhieb, aber mit großer Wahrscheinlichkeit bezieht sich diese Klage in Hadad-Rimmon auf 2. Chronik 35, die Verse 20 bis 26. Ja, jetzt muss ich diese Stelle erstmal aufschlagen. Es ist sehr interessant, was da geschehen ist. 2. Chronik 35, 20 folgende.
Es ist die Klage über den Tod Josias. Das war der letzte gerechte König Judas, der letzte. Die letzte Chance für Juda, vor dem Gericht gerettet zu werden. Und danach kamen wieder die gottlosen Könige. Interessant, diese Parallele. Auch das ein sehr beeindruckender Zusammenhang, dass das hier steht. Jesus war auch die letzte Chance für Israel vor dem Untergang durch die Römerheere 70 nach Christus. So wie Josia der letzte gerechte König war vor dem Untergang, was dann durch die Babylonier kam. 586 vor Christus, als der Tempel zerstört wurde. Okay, jetzt lesen wir hier in 2. Chronik 35 ab Vers 20. Und das geschah ja auch so circa um 600. Der Pharao Necho regierte damals in Ägypten 609 bis 594 vor Christus. Und da geschah das auch ungefähr. Und danach kam ja dann die Zerstörung Jerusalems und des Tempels 586 vor Christus. Und da lesen wir jetzt über Josia. Nach alledem, als Josia das Haus des Herrn wiederhergestellt hatte, zog Necho, der König von Ägypten, herauf, um bei Karkemisch am Euphrat eine Schlacht zu liefern. Und Josia zog aus ihm entgegen. Jener aber sandte Boten zu ihm und ließ ihm sagen, was habe ich mit dir zu schaffen, du König von Juda? Nicht gegen dich ziehe ich heute, sondern gegen ein Haus, das mit mir im Krieg liegt. Damit ist sicherlich Babylon gemeint, das ja dann auch über Ägypten weiter gesiegt hat. Und Gott hat gesagt, ich solle eilen. Lass ab von Gott, der mit mir ist, damit er dich nicht verderbe. Aber Josia wandte sein Angesicht nicht von ihm ab, sondern verkleidete sich, um mit ihm zu kämpfen, mit diesem Pharao. Und er hörte nicht auf die Worte Nechos, die aus dem Mund Gottes kamen, sondern er zog zum Kampf auf die Ebene bei Megiddo. Da haben wir Megiddo. Aber die Schützen trafen den König Josia. Und der König sprach zu seinen Knechten, bringt mich weg, denn ich bin schwer verwundet. Da hoben ihn seine Knechte von dem Streitwagen auf seinen anderen Wagen hinüber, den er bei sich hatte, und brachten ihn nach Jerusalem. Und er starb und wurde begraben in den Gräbern seiner Väter. Und ganz Juda und Jerusalem trug Leid um Josia. Und Jeremia dichtete ein Klagelied auf Josia, und alle Sänger und Sängerinnen haben seitdem in ihren Klageliedern von Josia geredet, bis zu diesem Tag, und man machte sie zum Brauch in Israel, und siehe, sie sind aufgezeichnet in den Klageliedern. Bewegen, ja, die Klagelieder werden hier erwähnt, stehen ja auch in der Bibel. Und sicherlich ist das deshalb die Klage in Ebene von Megiddo, in Hadad-Rimmon über den Tod Josias als Parallele, was am Ende der Tage geschehen wird, wenn man klagt über den letzten Gerechten vor der Zerstörung durch die Römer und den einzig wahren Gerechten, Jesus Christus. Parallele zwischen Josia und Jesus, auch vom Namen her schon verwandt und ähnlich, ja. Okay, und dann wird noch aufgezählt, und das Land wird klagen, jedes Geschlecht für sich, das Geschlecht des Hauses David für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht der Simeiter für sich und ihre Frauen für sich, ebenso alle übrigen Geschlechter, jedes Geschlecht für sich und ihre Frauen für sich. Nun, hier werden sicherlich aus den Geschlechtern Israels auswahlweise besonders wichtige hervorgehoben, aber sicherlich haben auch die anderen Geschlechter geklagt. Hier wird genannt das Haus Davids und auch das Haus Nathans. Nathan, das ist hier in diesem Zusammenhang einer der Söhne Davids, nicht der Prophet Nathan wahrscheinlich, sondern einer der Söhne Davids. Und David und Nathan stehen für das königliche Geschlecht. Die Regenten klagen um den Messias Jesus, den sie damals vor Generationen haben kreuzigen lassen. Und dann das Geschlecht Levi und die Simeiter. Simei, das war einer der Enkel Levis, gemäß 4. Mose 3, Vers 18. Und Nathan übrigens einer der Söhne Davids, gemäß 2. Samuel 5, Vers 14 und Lukas 3, Vers 31, das ist der Vollständigkeit halber als biblische Belege. Levi und die Simeiter, die stehen für das priesterliche Geschlecht. Auch die Priester werden klagen und endlich zum wahren, rettenden Glauben kommen,
Jesus, der Messias, der wiederkommt. Sie warten ja, dass der Messias kommt, aber wir wissen, dass er wiederkommt. Er war schon da, um die Schuldfrage zu lösen, und er wird wiederkommen, um die Machtfrage zu klären. Alle Geschlechter werden klagen, die Frauen werden auch genannt, weil es ja überall die Klagefrauen gibt. Im Orient wissen wir und auch in Israel. Deshalb werden die auch nochmal jeweils extra erwähnt. Ja, wir wollen beten für Israel. Es steht ihnen Schweres bevor. Auch der ganzen Welt steht Schweres bevor. Wir wollen beten, dass wir selber uns nicht hineinziehen lassen in diesen Hass gegen die Juden und gegen Israel und Jerusalem. Dass wir immer wieder Stellung beziehen für dieses kleine, bedrängte Volk. Wie gesagt, nicht alle Menschen dort sind perfekt. Es gibt dort auch falsche Entscheidungen. Und es gibt auch, wenn ich mal so sagen darf, natürlich auch Freimaurer in Israel. Es wird immer so in Verschwörungstheorien gegen Israel gehetzt, Zionismus und so. Aber man muss sagen, es gibt auch Freimaurer bei den Deutschen, bei den Amerikanern und in allen Ländern. Nicht jeder Jude ist deshalb Freimaurer. Also wir wollen doch differenziert denken, auch was Israel angeht. Ja? Das heißt, wir wollen beten einfach für Israel, für diese Menschen dort, natürlich auch für die Nachbarn, dass dort noch viele gerettet werden, dass dieser Hass aufhört und dass die nicht dabei sind, viele von diesen Völkern auch und auch von unserem Volk, wenn einmal diese Kriegszüge gegen Jerusalem sein werden, die keine göttliche Verheißung haben, sondern im Gegenteil, Gottes Gericht wird alle ereilen, die sich gegen Jerusalem stellen werden, das haben wir gehört. Es werden aber welche überleben, in Kapitel 14 wird es noch deutlich sein, und auch die werden sich bekehren und zum Zion pilgern. Das heißt, nicht alle bekehren, es ist einfach so, dass im tausendjährigen Reich Satan gebunden ist. Wenn sich alle bekehrt hätten, gäbe es nicht mehr Gog und Magog nach dem Ende des tausendjährigen Reiches. Diese letzte Endschlacht, wo nochmal die letzte Prüfung ist, wer wirklich sich zu Jesus bekehrt hat. Aber Satan wird die Leute nicht mehr anfechten können. Da ist schon viel, viel besser als jetzt, wo ja täglich immer wieder vom Satan angefochten werden, wenn wir nicht in Jesus sind. Die Menschen ohne Gott, die werden ja total angefochten, aber auch uns versucht er immer wieder wegzuziehen. Und da wollen wir den Herrn um Kraft bitten, auf den schauen, den sie durchbohrt haben, der aber auch siegreich auferstanden ist von den Toten, unser Herr Jesus Christus. Und ihm wollen wir die Ehre geben in allem, und das möchte ich auch jetzt mit uns tun, und ich bitte euch zum Gebet aufzustehen. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du dich hast ans Kreuz schlagen lassen, damit unsere Sünden gesühnt werden können, dass du dein Blut vergossen hast, damit wir reingewaschen werden können und dass du siegreich auferstanden bist, damit wir ewiges Leben haben. Ja, lass uns dieses Ziel erreichen und halte auch deine Hand über Jerusalem, über ganz Israel, dass du wirklich der Schutz und der Sieg bist für dieses Volk. Schenk auch, dass der Hass doch zurückgedämmt werden kann, auch jetzt in unseren Tagen noch, dass noch Gnadenzeit ist, dass dein Wort verkündet wird. Und wir wissen aber, dass die Dinge kommen werden, Herr. Herr, schenk Gnade, schenk einfach Gnade den Politikern hier und dort. Und segne auch die, die für Israel beten, auch die Politiker, die für Israel eintreten. Wir wollen aber auch die anderen Menschen nicht vergessen, auch aus den arabischen Ländern, wo es auch manche Christen gibt. Schenke auch ihnen, dass die sich nicht mit in den Hass, der im Koran steht, gegen die Juden hineinziehen lassen, sondern ja, dass sie einfach dich als den Messias erkennen und dass das Heil von den Juden kommt. Wir wollen dich rühmen und preisen, Herr Jesus Christus, Gottes Sohn. Amen. Amen.